Sascha und Moderatorin Barbara Schöneberger sind seit 20 Jahren auf Flirtkurs. Ist seine Frau da nicht eifersüchtig? Wenn diese beiden irgendwo gemeinsam auftauchen, liegt ein Knistern in der Luft. Barbara Schöneberger und Sänger Sascha sind ein perfektes Match. Auf dem aktuellen Album des Popstars singen sie nun erstmals ein Liebesduett miteinander. Zusammen haben sie den Pink-Hit Just Give Me a Reason in einer besonderen Version aufgenommen. Barbara Schöneberger und Sascha machen gemeinsame Sache. Mir war sofort klar, dass nur Barbara für den Song in Frage kommt, schwärmt Sascha im Interview mit Klosser. Es gibt keine andere wie sie. Sie hat die Stimme, den Humor, das Augenzwinkern. Wer beim Zuhören die Augen schließt, sieht die beiden förmlich vor sich. Barbara im langen Paillettenfummel, Sascha im Smoking, ein Hauch Las Vegas für Germany. Seit mehr als 20 Jahren kennen sich die Moderatorin und der Sänger schon, wirken vertraut. Doch wer jetzt glaubt, bei Ehefrau Julia würde das zu Eifersuchtsanfällen führen, der täuscht. Das Gegenteil ist der Fall. Barbara ist einfach die Größte, sagt auch Julia. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen verliebt bin in Barbara Schöneberger. Darum habe ich es Sascha auch von Herzen gegönnt, dass er mit ihr singt. Das klingt doch nach einer wunderbaren Dreierfreundschaft.